Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung hier aus dem Ballsaal von Schloss Grenzlin in Teinwerfer TV. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich begrüße Dr. Thorsten Ludwig, der seit vielen Jahren als Experimentalphysiker die ganze Welt bereist zu interessanten Themen. Und nicht nur bereist, sondern auch in verschiedenen Instituten forscht, unter anderem am Institut für angewandte Bewusstseinsforschung im, südlich von Berlin, auf dem Kolberg. Und dort seit mehreren Jahren Experimente leitet über die Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und Materie. Und über diese Experimente werden wir heute auch sprechen. Im Zentrum wird ein besonderes Thema stehen, zu dem wir auch in den letzten Jahren dort interessante Experimente durchgeführt haben, nämlich die Arbeiten des russischen Astrophysikers Nikolai Kozyrev. Ich erinnere mich, wir hatten vor einigen Jahren den Sohn von Professor Kozyrev hier in diesem Raum auch zu Gast und hatten dort von ihm sowohl über die Arbeit seines Vaters gehört, aber auch über dessen Experimente und über die Theorie von Kozyrev. Was fasziniert dich an der Arbeit von Kozyrev so? Was mich am meisten fasziniert, ja, da so lange bevor wir uns kennengelernt haben und zusammengearbeitet haben, habe ich gehört, dass Kozyrev in der Lage war, die richtige, wahre Position von Sternen messtechnisch zu erfassen, sowohl die wahre Position als auch die Position, wo wir sie jetzt sehen, was bei der Sonne ja 8 Minuten davor wäre, also dahinter. Mhm. Und er hat also Kurven gehabt, wo man die wahre Position sieht und die gespiegelt dann in kleineren Amplitude die Position, wo sie sehen und dann noch gespiegelt zu der echten Position. Das hat mich fasziniert. Dann haben wir angefangen, darüber zu arbeiten und du hast auch das mit reingebracht in unsere Arbeit. Und dann begann eine faszinierende Reise. Was mich an seiner Theorie am meisten begeistert, ist, wie sehr er sich mit der Zeit auseinandersetzt. Mhm. Mit der Zeit und darauf gekommen ist er, indem er sich mit Ursache und Wirkung intensiver befasst hat. Und die Physik ist, oder die Zeit ist in der Physik ja tatsächlich ein Thema, was so gut wie ausgespart wird. Man muss sich klar machen, die ganzen physikalischen Formeln funktionieren eigentlich mit der Zeit in beiden Richtungen. Mhm. Und so gut wie niemand kann erklären, warum läuft die Zeit nicht auch mal rückwärts. Genau wie wir uns ja im Raum vor und zurück bewegen können, könnte man sich in den Formeln auch auf der Zeitachse vor und zurück bewegen. Nichts schließt das aus. Hm. Kozyrev hat sich über diese Sachen Gedanken gemacht. Er war ja auch 13 Jahre in Stille in seiner sibirischen Magnesiummine dort unter sehr harten Bedingungen. Und ich glaube, hat eben dort auch einige so visionsartige Erfahrungen gemacht und sich damit auseinandergesetzt mit dieser Kette an Ursache und Wirkung. Und darüber, wie eben Zeit und Raum da eigentlich reingreifen und sowohl in der Newtonschen Physik als auch in der Einsteinschen Physik das nicht richtig abgebildet wird. Hm. Wie würdest du denn aus der, du hast dich ja jetzt auch intensiver mit dem Modell oder mit der Theorie beschäftigt, wie würdest du die Zeit definieren aus der Perspektive Kozyrevs? Na, Kozyrev hat 3 Zeiten eigentlich, ja? Er hat auch 3 Zeitgeschwindigkeiten. Einmal die normale Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit, die wir so kennen, dann aber eben auch die Geschwindigkeit der Informationsübertragung, die nahezu unendlich schnell ist, wo er also verschiedene Experimente gemacht hat, um herauszufinden, wie schnell ist die dann. Und dann noch eine dritte, die sehr eng verbunden mit der Ursache und Wirkung ist. Zum Vergleich, die Lichtgeschwindigkeit ist mehr so eine Eigenschaft des leeren Raumes, ja? Mhm. Während er dann mit der Ursache und Wirkung mehr auch die Gegenstände und die Materie selber mit einbezieht. Und dann kommt er zu einer ganz anderen Geschwindigkeit, die sozusagen die Ursache und Wirkung mit Körpern im Raum definiert. Mhm. Und dann insbesondere die Rotation hat es ihm angetan, weil die sozusagen den Raum in links und rechts unterscheidet. Und er ist so ein bisschen darauf gekommen, wenn man jetzt in der Zeit vor und zurück geht, so ein Leitsatz von ihm ist, wenn man in der Zeit zurückgeht, wäre es, als wäre die Welt gespiegelt. Mhm. Was ja eben dann bedeutet, linksrum wird dann rechtsrum. Mhm. Ja, im Spiegel. Wenn du also etwas drehst linksrum und du hast einen Spiegel, dann ist es danach sozusagen, im Spiegel dreht es sich rechtsrum. Also da sieht man den Zusammenhang
Es geht ja um diese Frage, warum ist die Zeit nicht symmetrisch? Warum verhält sich die Wirklichkeit dort in Form eines Zeitflusses asymmetrisch? Und er sieht das in der Asymmetrie der Rotation begründet? Oder wie ist das? Ja, also sagen wir mal so, der entscheidende Punkt, den er dann weitergeht, ist eigentlich, dass er sich eben mit der Materie und Ursache und Wirkung Gedanken macht und auch nicht erklären kann, warum es jetzt in der Zeit nicht zurückläuft. Nee. Er sagt, es kann nicht in der Zeit zurücklaufen. Aber er fängt an, eben Rotation. Und vor allen Dingen, der entscheidende Punkt ist jetzt, er sieht Zeit nicht mehr als etwas, was mechanisch abläuft, sondern etwas, was beeinflusst wird von den Dingen im Raum. Und auch vom Leben insbesondere. Ja, so. Und da wird es dann eben für uns auch interessant, für das Bewusstseinsforschung, aber auch für die anderen Versuche, die er so gemacht hat, mit seinen Entropiewellen und Verdampfungen und so. Das waren so seine Quellen von Zeitänderungen oder von Zeitqualitätsänderungen. Also es geht mehr um, wie die Zeit im Raum, also die Qualität von Zeit und Raum. Ja, du hast ja die Zeit in drei verschiedenen Szenarien beschrieben. Das erste mit der Lichtgeschwindigkeit, der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. Das zweite aber, das Thema, was mich natürlich besonders interessiert, nämlich Vibration aus. Kannst du da nochmal so den Zusammenhang herstellen und vielleicht auch mal darauf eingehen, wie schnell breitet sich Information aus nach Kozyrev? Ja, also es war sich bis zum Schluss nicht sicher, ob es jetzt wirklich instantan ist oder ob es da noch eine Geschwindigkeit gibt. Also er hat da auch Versuche gemacht, die ich noch nicht so ganz durchdrungen habe. Aber es geht in Richtung unendlich schnell. Deshalb habe ich ja auch gesagt, der Stern an der wahren Position. Er hat das dann, und das ist auch das Spannende, Zugang zu einem großen, renommierten Sternwarte gehabt mit wirklich großen Anlagen. Ja? Und er hat das dann mit den Sternen probiert. Weil, also zumindest mit denen, wo man über Parallaxe, also über sozusagen Sommer- und Winterbetrachtung, auch Unterschiede sieht, sodass man die Entfernung auch trigonometrisch messen kann. Und dann hat er angefangen, über die Geschwindigkeiten, wie sich die Sterne bewegen, Messungen zu machen. Ich glaube, eine große Rolle spielte, das war ja an einem großen Spiegelteleskop in Sibirien, soweit ich das mich richtig, unter anderem auch erinnere. Und da war es, glaube ich, sehr wichtig, dass der Strahl, mit dem man beobachtet, gespiegelt wird. Und zwar an einem bestimmten Material. Kannst du da etwas zu sagen? Ja, also das ist jetzt ein großer Sprung. Das ist ein großer Sprung. Ja, diese Qualität an Zeit, man nennt das dann auch Zeitwellen. Also ja, so die Kozyrev mit Zeitwellen oder Entropiewellen in Verbindung gebracht. Und das Aluminium spielt bei ihm eine große Rolle. Aluminium und besonders das Duraluminium, also eine besondere Legierung des Aluminiums, die besonders hart ist, die er wahrscheinlich aus Gründen der Beschaffung, also beim Experimentieren ist es ja immer die Frage, was kann ich beschaffen? Ja. Und oft werden Materialien genommen, die man bezahlen kann. Und beim Aluminium, Duraluminium ist eben ein Aluminium, was härter ist als normales Aluminium. Und in der Fertigung seit jeher sozusagen fast eine größere Rolle spielt als das Aluminium. Das Aluminium sind wir für Hobbybastler. Das Duraluminium wird in allen Fabriken eingesetzt, weil es einfach besser zu bearbeiten und mechanisch fester ist. Viel Flugzeugaluminium, das ist auch eine Art, die man überall kaufen kann. Ja, die ist viel härter als fast so hart wie Eisen in der Bearbeitung, dafür aber sehr stabil. Ne? So, und dieses Aluminium spielt bei ihm eben als Reflexion eine Rolle. Reflektieren tut man auch oft bei Kozyrev, um es zu trennen von den normalen. Also weil diese drei Lichtgeschwindigkeiten spiegeln auch sozusagen drei Ausbreitungen von Information und Wirkung wider. Die eine, die beeinflusst ist von Dingen drumherum, die andere, die nicht beeinflusst ist. Ja? Also da wird es dann wirklich hochspannend, wie diese. Man muss sich nochmal zurückgehen und sagen, was ist Zeit? Ja, da fängt Kozyrev wirklich an. Denn Zeit wird oft als mechanisches fortlaufend betrachtet. Aber was ist das eigentlich? Da bewegt sich ein Zeiger, es bewegen sich Räder. Ja? Und im Grunde genommen ist es auch Material im Raum, was etwas tut. Also die Zeit wird hier zu einer Eigenschaft der Objekte und der Prozesse innerhalb dieser Dynamik. Ja, darüber geht Kozyrev hinaus. Also weil also ein ganz einfaches Zeitbild wäre jetzt sozusagen eine Uhr.
man hat einen wirklich simplen mechanischen Vorgang und man bezieht die Zeit darauf. Dann kann man natürlich die Sonnenuhr nehmen. Das würde jetzt quasi den Umlauf der Sonne als Zeit nehmen. Mhm. Aber selbst wenn man jetzt atomare Schwingungen wie in einer Atomuhr nimmt, so hat man doch einen Vorgang, den man beobachtet, der einem dann eine Zeit liefert. Was aber nicht das Gleiche ist, wie als wenn man jetzt den Raum sozusagen vermisst und sagt, okay, wir haben hier eine Strecke von diesem Punkt zu dem Punkt. Das ist etwas Abstraktes, während die Zeit etwas so abstrakt nicht so leicht greifbar ist. Wir sitzen ja jetzt unter anderem deswegen auch hier, weil wir kurz davor stehen im Juni, ich glaube, das war der 6. Juli, der 6. Juni. In Frankfurt am Main einen Kongress über Nikolai Kozyrev, über seine Arbeit und auch aktuelle Experimente dazu zu veranstalten und möchten natürlich auch möglichst viele von unseren Zuschauern inspirieren, dort am 6. Juni mit dabei zu sein. Also Professor Kozyrev, sein Sohn, der selber Biologe und Theologe ist, eine besonders interessante Kombination an einer Universität in St. Petersburg, wird dort sein, aber auch andere Beiträge. Und im Zentrum der Aufmerksamkeit wird eigentlich etwas stehen, der sogenannte Kozyrev-Spiegel, der gar nicht von Kozyrev selber stammt. Wie ist es eigentlich zu dem Kozyrev-Spiegel gekommen? Alle Welt kennt heute den Kozyrev-Spiegel, aber ich glaube, Nikolai Kozyrev selber hat es mit einem solchen Gerät niemals zu tun. Ist das richtig? Die Antwort auf die Frage hatte ich mir eigentlich von dir erhofft. Ja. Aber der Kozyrev-Spiegel, das ist schon richtig, so habe ich das auch gehört. Es war eine Gruppe in Krasnodar, glaube ich, die... Den Professor kennst du, glaube ich. Kasnachev und Professor Trofimov. Genau, die beiden haben sich das ausgedacht. Und hier ist sozusagen, man nennt es Kozyrev-Spiegel, weil sowohl die Form als auch eben diese Spiegelung und dieses Aluminium, also es fußt auf Ideen von Kozyrev. Aber ja, in der Tat. Es geht ja um die Spiegelung an diesem spezifischen Material, von dem, was wir gerne Zeitwellen nennen. Der Begriff Time Waver ist ja nur eine Übersetzung vom ins Englische davon. Interessant war für mich, als ich mich mit Fjodor Kozyrev darüber unterhielt, dass er sagte, sein Vater hätte diesen Begriff Zeitwelle eigentlich nie verwendet. Kann gut sein, ja. Sondern er hat eigentlich immer vom Zeitfluss gesprochen. Ja, richtig. Aber wenn sich in dem Zeitfluss etwas Periodisches ausbreitet, sollte da was eigentlich... Wie es jetzt zu dem Begriff Zeitwelle gekommen ist, Kozyrev war ja in den 50ern, 60ern, ich weiß nicht, bis wann er gelebt hat, 70, glaube ich, irgendwo. Mhm. Also sowas hört dann irgendwie auf und heute spricht man gerne von Wellen und er kann von Fluss geredet haben. Das kann gut sein, weil eben für ihn dieser Fluss der Zeit, was ja nicht das Gleiche ist wie eine Welle, also was wir unter Zeitwellen verstehen, ist wirklich die Modulation. Die Ausbreitung von Informationen beispielsweise. Damit hat er ja letztendlich auch gearbeitet. Er hat also Dinge verdampft und über die Entropie diese Zeitqualität des Raumes ändern wollen. Ja? Hat dann aber auch erklärt, warum das unheimlich schwierig ist, weil wir gar nicht so genau sehen, was alles noch alles passiert. Also es gibt eine Sonnenfinsternis, die macht unheimlich viel, aber es braucht ja nur jemand im Nebenraum was zu kochen, dann verdampft er ja auch eine ganze Menge und insofern hat man eine Umgebung, so als wenn man eine Kamera benutzt, aber gar nicht weiß, wie hell es ist sozusagen, weil man gar nicht sieht, was für Schwankungen man hat in dieser Zeitkalte. Und deshalb haben seine Experimente manchmal auch funktioniert und manchmal nicht. Was natürlich in der Wissenschaft nicht gut ankommt. Nein, das kommt nicht gut an. Aber das ist ein zentrales Thema, mit dem sich auch sein Sohn beschäftigt, nämlich Objektivität und Subjektivität in der Wissenschaft. Denn wenn Wissenschaft sich so sehr verengt, dass es sich nur mit den sogenannten objektiven Dingen beschäftigt, dann verliert sie eigentlich den wesentlichen Teil der Wirklichkeit. Ich habe mich gerade gestern sehr intensiv auch mit Kuhn auseinandergesetzt, der diesen Begriff Paradigmenwechsel gefußt hat und eben, dass in der Wissenschaft Dinge manchmal auch einen revolutionären Sprung brauchen. Und letztendlich eben fußt das auf Anomalie. Also man findet etwas, was dem wirklich widerspricht. Aber die Vorphase vor der Anomalie ist noch, dass die Leute es nicht sehen, weil sie keine Begriffe dafür haben und weil sie einfach, man sieht es nicht, was man nicht glauben will. So, und erst wenn jemand den Schritt macht, wie zum Beispiel Röntgen, alle Leute haben zu Röntgens Zeit, es war sehr verbreitet, Kathodenstrahlröhren zu verwenden für alles Mögliche. Alle haben wie wild Röntgenstrahlen produziert. Keiner hat es gewusst.
Und erst Röntgen hat sozusagen einem Dreckeffekt, einem kleinen Blitzen irgendwo weiter weg, ist er gefolgt, hat es ganz genau untersucht und hat die Röntgenstrahlen. Aber alle anderen haben das quasi ständig in ihren Experimenten gehabt, haben die auch massiv beeinflusst. Ja, so wie wir, wie wir wahrscheinlich ständig mit Zeitwellen oder solchen Informationswellen umgehen. Sie erzeugen durch unsere Geräte, unser Gehirn, durch jeden Gedanken, aber immer noch nicht in der Lage sind, es direkt wahrzunehmen oder abzubilden. Ja, ich meine, persönlich fühle mich dann daran inspiriert. Jeder weiß doch, manchmal vergeht die Zeit schnell und manchmal langsam. Mhm. Also ja, also dieses ist ein Effekt, der eigentlich ganz, jeder kennt das. Manchmal verrennt die Zeit, manchmal mag sie einfach nicht weitergehen, ja. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob Kosirev, wie Kosirev jetzt auf so ein Statement reagieren würde, inwieweit er das in Zusammenhang mit seinen Sachen sieht. Aber ich sehe da einfach einen fundamentalen Zusammenhang, dass Zeit nicht etwas ist, was nur mechanisch einfach gerade immer weiterläuft. Das ist tot. Du hast es ja erwähnt, hängt die Zeit sehr stark mit der Wahrnehmung der Zeit auch zusammen. Ich denke mal, das erste Mal, dass die Zeit wirklich aus dieser reinen mechanischen Ablaufparametrisierung herauskam, war durch die Entwicklung der Quantenphysik. Denn in der Quantenphysik, Karl Friedrich von Weizsäcker hat ja dort den Zeitbegriff sehr stark thematisiert. Mhm. Durch die Quantenphysik wird ja eigentlich durch die Definition eines Messaktes oder eines Ereignisses wird ja unterschieden zwischen der faktischen Vergangenheit und der möglichen Zukunft und dem Prozess, der in der Gegenwart aus dem Faktischen, aus dem Möglichen das Faktische transformiert, sozusagen. Und dadurch wird ja der Wahrscheinlichkeitsbegriff als der Begriff, der die Zukunft charakterisiert, in die Physik eingeführt. Also ich glaube schon, dass schon durch die Quantenphysik bekam die Zeit eine ganz neue Bedeutung in der Physik, als einen grundlegenden Ordnungsparameter, grundlegende Ordnung für die Möglichkeit, wie Wirklichkeit erfahren wird und beschrieben wird. Und dass dadurch auch die Physik tatsächlich entsteht, durch diesen Prozess in der Zeit, den wir Gegenwart nennen. Das ist ein interessanter Punkt. Die Quantenphysik hat uns sicher in vielerlei Hinsicht vorangebracht, was die Physik anbelangt, wirklich Quantensprünge gemacht. Die Zeit, das Statement vom Weizsäcker müsste man jetzt mal weiter verfolgen, aber grundsätzlich hat die Quantenphysik eine Menge Probleme mit der Zeit. Ja. Weil ist auch der einzigste Parameter, der nicht wirklich quantisiert ist. Ja, und das zeigt schon, dass sie damit eigentlich auch nicht klarkommt. Ja, das zeigt eigentlich, die Quantenphysik kann ja alles beschreiben, nur eines nicht. Und das ist der Beobachter. Der Beobachter, ohne den es nicht zum Kollaps der Wellenfunktion kommt. Wenn man jetzt als Physiker sagen würde, oh, den beschreibe ich jetzt auch noch, den nehme ich jetzt noch in das beschriebene System mit hinein, damit es vollständig ist, hat Niels Bohr gesagt, ja, da bleibt leider keine Physik mehr übrig. Ja, das ist wichtig, denke, mit dem Beobachter, ganz klar. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen kann in der Quantenphysik auch die Zeit selber nicht quantisiert werden. Ja, ich denke, das ist nicht so. Also die Zeit... Es gibt sogar Physiker, die diese Zeitquantisierung angepackt haben und sagen, es ist auch so, dass wir nicht jeden Moment kontinuierlich wahrnehmen können. Das ist eine Illusion. Das glaube ich auch, dass es dazwischen einfach Momente gibt, die sozusagen... Also es gibt einfach, sagen wir mal umgekehrt, keinen Wahrnehmungs- oder Messprozess, der kontinuierlich ist, weil alles andere ja auch quantisiert ist. Also deshalb kann man überhaupt gar nicht mit irgendwelchen Objekten etwas kontinuierlich machen. Das widerspricht sich schon mal völlig. Ja. Und deshalb eine Lösung für die Zeit hat man da nicht gefunden. Was auch eine neue Qualität war, war natürlich Einstein, der eben auch überhaupt mal diese Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts dann erfasst hat und da auch die Auswirkungen, die damit verbunden sind. Einstein hat auch sich die Mühe gemacht, Uhren zu definieren, was in der Quantenphysik bisher keiner geschafft hat. Also nicht, dass ich ein Einstein-Fan bin, aber das muss man ihm lassen. Er hat sich mit der Zeit wenigstens angepackt. Gelöst hat das auch nicht. Für Kosirev ist es so, dass das Ganze nur zwei Extreme sind. Newton sozusagen vernachlässigt die Zeit, also die Auswirkung der Wirkung vollkommen und sagt, alles ist instantan. Also es gibt zwar Ausdehnung und Sachen bewegen sich irgendwie und haben Geschwindigkeiten, aber die wirkliche Wirkung, die ist einfach boom da. Augenblicklich. Da ist augenblicklich, da gibt es keine Zeit. Während bei den atomaren Sachen für Kosirev, ja,
eine Überlagerung von Feldern am gleichen Ort, da gibt es dann keinen Zeitunterschied mehr. Mhm. Das findet er einfach das andere extrem. Ja, Einstein hat ja ein Riesenproblem mit der Quantenverschränkung, weil dort, ja, das auch, ja. Das hängt ja direkt damit zusammen, ja, weil dort praktisch zwei Dinge an weit voneinander entfernten Orten geschehen, gleichzeitig, ja, von denen der eine den anderen eigentlich nicht kausal verursacht haben kann. Und trotzdem. Für Kosmos gar kein Problem. Ja. Weil man hat drei Lichtgeschwindigkeiten sozusagen, also C, ne, dreimal Geschwindigkeit zur Zeitrelation, ja, und die Information kann wahnsinnig schnell, wenn nicht instantan, übertragen werden. Also wir haben werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Licht ausbreitet, genau, ja, die Einsteinsche Lichtgeschwindigkeit, dann haben wir die Geschwindigkeit, mit der sich Information ausbreitet, die kann in Kosirevs Modell theoretisch sozusagen unendlich sein, also instantan. Und die dritte ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Ursache zur Wirkung hin ausbreitet. Ja, eine bestimmte Ursache zur Wirkung. Genau, die mit Raum und mit Material und Verdrehung zu tun hat. Mhm. Da führt er dann Formeln ein und rechnet damit rum. Auf der Grundlage sind in Russland diese Torsionswellen und Torsionskräfte natürlich sehr interessant. Kannst du da noch was zu sagen, inwiefern das auf Kosirev zurückgeht? Ja, ja, eben. Für Kosirev war diese Drehbewegung sehr wichtig. Und das, was wir auch von Fjodor gelernt haben, von seinem Sohn, dessen Besuch für uns sehr wichtig war, ist, dass er eben uns diese Torsionswaage von Kosirev nahegebracht hat, was einfach nur ein nicht leitender Stab, an dem noch ein Gewicht hängt, sodass man ihn asymmetrisch aufhängen muss an einem sehr dünnen Faden. Und dann hängt man ihn möglichst irgendwo hin, wo keine Luftbewegung ist, also vielleicht in eine Dose oder ein Glas oder so. Und diese Drehung, die fängt scheinbar diese Zeit Qualitätsveränderungen, die mit Torsion, also mit Drehung zusammenhängen, auf und macht es sichtbar. Und das war sozusagen eine von seinen wichtigsten Messinstrumenten. Am 6. Juni werdet ihr ja dann einige dieser Experimente dann auch vorstellen von den Ergebnissen her, die wir da in den letzten Jahren so gesammelt haben. Ich glaube, ursprünglich hat er das in so Fischdosen gemacht, diese Experimente. Er hat es in Fischdosen, weil die Russen hatten scheinbar damals also riesige Fischdosen. Ich denke, wir nehmen so dafür kleine. Eher Kochtöpfe. Ne? Wir hatten mal eine Weile Kochtöpfe genommen, aber das haben wir dann auch sein gelassen. Inzwischen haben wir quasi so Vakuum, die unten geschliffen sind, sodass man sie auf eine Platte stellen kann und so. Das ist ein bisschen professioneller. Am 6. Juli wird die Erfahrung im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, die große Faszination, die von dem Kosirev-Spiegel ausgeht, besteht darin, dass viele Menschen, die sich dort hineinsetzen oder hineingesetzt haben, eine besondere Erfahrung gemacht haben. Ursprünglich wurde das in Novosibirsk von dem Forscherteam um Professor Trofimov und Kasnachev sehr systematisch erforscht. Wir haben uns selber im Jahre 2000, ich glaube es war 2000, die große Sonnenfinsternis, 2008 oder 2009? Am 1. August. Sowas in dem Dreh. Ja, um den Dreh. Ich glaube, es war, bin mir nicht mehr sicher, haben wir zusammen mit diesem Institut in Novosibirsk uns an einem 2009, ja, 1. August 2009, am Experiment beteiligt. Und zwar hatten wir zwei dieser Kosirev-Spiegel, so einen, wie wir ihn auch hier sehen, in Berlin aufgestellt und hatten zu dem Zeitpunkt der Sonnenfinsternis dort über 20 Menschen, die sich freiwillig gemeldet hatten, 15 Minuten dort Platz nehmen lassen in diesem Spiegel. Und ihre Aufgabe war es einfach mit geschlossenen Augen zu schauen, ob sie Symbole wahrnehmen konnten und diese Symbole dann auf ein Blatt Papier zu malen. Mhm. Also es war ihre Aufgabe, das, was sie sehen konnten, in diesem Spiegel aufzuzeichnen. Wir haben das dann ausgewertet. Man muss dazu wissen, dass zur gleichen Zeit, also exakt zur Zeit der Sonnenfinsternis eine Wissenschaftlerin in Novosibirsk in dem Spiegel saß und über diese Symbole, die ihr zufällig von einem Laptop gezeigt wurden, also durch einen Zufallsgenerator generiert, meditierte. Und die Frage, die dahinter stand, war, sind jetzt unsere Probanden in Berlin in der Lage, diese Symbole zu erraten? Oder sagen wir es mal konkreter, telepathisch wahrzunehmen. Mhm. Und interessant
gesamten Versuch, also da haben nicht nur wir uns dran beteiligt mit unseren Ergebnissen, sondern weltweit Forschungsgruppen, was da herausgekommen ist, dass exakt zur Zeit der Sonnenfinsternis, als diese Wissenschaftlerin dort in Novosibirsk an diese Symbole gedacht hat, dass auch zu dieser Zeit weltweit verstärkt die Probanden diese Symbole richtig empfangen haben. Aber das hätte man fast erwartet. Es war sozusagen eine Art telepathieverstärkender Effekt. Interessant war aber, dass schon 7 Stunden vorher und auch 7 Stunden später Probanden in der Lage waren, diese Symbole wahrzunehmen. Mhm. Wir hatten also schon weit über 7 Stunden vorher angefangen mit solchen Sitzungen und auch über die Sonnenfinsternis hinaus weit über 7 Stunden später. Und da gab es dann so einen Gedanken, dass diese durch diese Informationswellen nach Kozyrev übertragenen Gedanken, das ist jetzt so ein Erklärungsmodell, dass die tatsächlich durch diesen Spiegel auf irgendeine Art und Weise in die Vergangenheit und in die Zukunft gespiegelt werden könnten, sodass man in der Vergangenheit und in der Zukunft dann wieder so ein lokales Maximum der Wahrnehmungsmöglichkeit hat. Ja, also das ich meine, da kommen ja jetzt auch die 3 Zeitgeschwindigkeiten dazu und ich glaube, die eine Geschwindigkeit ist auch etwa 100 bis 1000 Mal langsamer als die Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel, sodass irgendwie das vielleicht sogar hinpasst, dass die langsame Geschwindigkeit, die Ausbreitung der Zeitqualität letztendlich auch beinhaltet, ja, dass die eben dann auch wesentlich langsamer und diesen Ausdehnungseffekt auch mit verursacht hat. Wir selber hatten einen dieser Spiegel auf der letzten Time Over World-Veranstaltung aufgestellt. Ich glaube, so circa 80 Teilnehmer haben die Möglichkeit genutzt, sich dort hineinzusetzen. Es war keine Lücke, glaube ich, da. Nein, ja. Also es gab dann auch schnell keine Termine mehr. Und 30 von denen sind zufällig befragt worden, und ihre Erlebnisse auch zu schildern. Und was dabei herauskam, war dem sehr, sehr ähnlich, was Trofimov und seine Forscher in Interviews herausbekam. Also die Menschen hatten so das Gefühl, ja erstmal so Empfindungen wie zu schweben oder sich zu drehen, auch eine interessante Beschreibung, plötzlich sein Herzschlag sehr laut zu fühlen, es wird warm, es wird kalt, aber auch tiefergehende Erfahrungen wie, dass man plötzlich Dinge aus seiner Vergangenheit sah, dass man plötzlich vielleicht sogar Mitglieder seiner Ahnenreihe sahen, also man sah seinen Vater, seinen Großvater und verband sich mit denen. Und andere hatten Wahrnehmungen, die tief in ihren Körper hineingingen, wo plötzlich energetische Prozesse in ihrem Körper abliefen, die sie teilweise so wie auch als spontane Heilreaktion erfuhren, dass da plötzlich Schmerzen auftraten und die dann gelöst wurden. Also ein ganzes Spektrum an Erfahrungen. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was da wohl dahinter stehen könnte. Und ein Gedanke war, dass wir durch den Kozyrev-Spiegel, durch die Konzentration irgendeiner Form von Energie im Zentrum, wie sie auch aus dem Kozyrev'schen Modell abgeleitet werden können, vor allem das vegetative Nervensystem des Menschen beeinflusst wird. Weil viele dieser Erfahrungen erinnern einen oder haben den Anschein, dass es sich hier um einen bestimmten angeregten Zustand des vegetativen Nervensystems handelt. Das ist mir noch ein Satz, der mir an dem Artikel vom Kozyrev, den ich gelesen habe, noch aufgefallen ist, dass er genau sowas gesagt hat, dass die Zeit, dass er vermutet, also die Zeit, da hat er nach all seinen Experimenten, die Zeit ist wandelbar in eine Energieform. Mhm. Und er glaubt, dass das Leben das intensiv auch nutzt und tut. Ich denke, deswegen ist ja gerade die Theorie von Kozyrev für uns so interessant, weil das Lebewesen als etwas, was punktuell unheimlich viel Negentropie erzeugt, so besonders auch in Resonanz gehen wird mit diesem Feld, über das wir uns hier unterhalten. Aber was hast du gerade gesagt, Negentropie? Also willst du sagen, eine Verringerung der Entropie, eine sozusagen formende Gabe? Oder? Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob jeder den Begriff jetzt so kennt. Also Lebewesen ist ja ein unglaublich unwahrscheinlicher Zustand.
Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt gewisse Lebewesen, also Menschen, die mit einem Gedanken die ganze Welt verändern können. Mhm. Eine Erfindung, ein Geistesblitz. Ja? Und das ist ja das Faszinierende, dass von den Menschen unheimlich viel Chaos ausgeht. Also im Allgemeinen. Ne? Dass aber eben Menschen, nicht immer. Also nicht es immer. Gibt auch viel Frieden, was ausgeht. Aber ich stimme dir zu, in der jetzigen Zeit geht sehr viel Unfrieden auch aus. Aber, es gibt ja viele Experimente auch, die darauf hinweisen, dass man alleine durch Meditation, das heißt durch einen bestimmten Bewusstseinszustand, in der Lage ist, Kohärenz, also eine, auch in einer gewissen Weise eine Erniedrigung der Entropie in seiner Umgebung zu bewirken. Beispielsweise Kriminalitätsrate zu senken. Genau, Dinge. Ja. Ich meine, auch einige von den Effekten, die du vorher aufgelistet hast, die mit dem Kozyrev-Spiegel erreichbar waren, habe ich so von Meditierenden auch schon gehört. Ne? Zum Beispiel, dass man auf einmal jemanden Gesichter der Ahnenreihe sieht oder so. Mhm. Das ist ein Effekt, der mit der Meditation auch kommen kann. Ich denke, wir sind hier an der Schnittstelle zwischen zwei Disziplinen, die bisher immer so ein bisschen unverbunden nebeneinander gestanden haben, nämlich Physik und Psychologie. Mhm. Das heißt, die Wissenschaft der Materie und die Wissenschaft des menschlichen Bewusstseins. Und es ist die große Aufgabe, diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Wolfgang Pauli, der große Physik-Nobelpreisträger, und Carl Gustav Jung haben sich für 20 Jahre darum bemüht. Und das ist so meine eigene Leidenschaft für dieses Thema auch. Mhm. Ich bin der Überzeugung, dass wir dazu kommen werden, irgendwann eine Sprache zu entwickeln, wo physikalische und psychische Phänomene tatsächlich zusammengehen. Friedrich von Weizsäcker hat das vor Jahren, als er noch lebte, als das Entscheidende der Menschheit, also die Herausforderung der Wissenschaft und der Physik gesehen, das zu verbinden. Mhm. Ja, es gibt ja die Psychologie beschreibt die Phänomene des Bewusstseins in einer bestimmten Sprache. Mhm. Die Physik beschreibt die Phänomene der Materie in einer bestimmten Sprache. Und diese beiden Phänomene sind so unterschiedlich, dass man sie in einer Konferenz heutzutage, also im wissenschaftlichen Rahmen, kaum zusammenbekommt. Und darin haben Jung und Pauli ja die Herausforderung gesehen, erstmal eine neutrale Sprache zu entwickeln. Ja, damit sich diese verschiedenen Forscher überhaupt verstehen und überhaupt zusammenzukommen. Also sich zu einigen, wir benutzen jetzt mal nicht die Termini der Physik oder der Psychologie, sondern wir schauen, wir müssen zunächst mal den Filter der Sprache ablegen. Die Sprache ist das eine und das andere ist natürlich die Form, wie man Wissenschaft betreibt. Wir hatten ja zum Beispiel die Wiederholbarkeit. Mhm. Also das sind ja eben für den Experimentator ganz praktische Sachen. Also wenn ich kann sozusagen mit normalem Wissen einen Fernseher bauen. So, der funktioniert dann auch, wenn ich es richtig gemacht habe. Ist nicht trivial, aber es geht. So, wenn ich jetzt diese Sachen nehme, wo die Psyche stark oder auch die Zeitwellen von Kozyrev stark involviert sind, ja, dann kann ich das nicht einfach so schnell wiederholbar bauen, dass es jeder sofort machen kann. Hm. Sondern es gibt eben noch viele Faktoren, die wir nicht verstehen, die einfach da so einen starken Einfluss haben, die scheinbar die Wiederholbarkeit unterminieren. Ja. Das werden alles Themen sein, die wir auch am 6. Juli aus verschiedener Perspektive uns betrachten wollen. Also es wird um die Physik gehen, um die Experimente, um die Beziehung zum Bewusstsein, zur Psychologie, aber auch zur Medizin. Mhm. Das heißt, die Frage, wie lassen sich diese Erkenntnisse nutzen, auch im medizinischen Kontext. Also wir werden Referenten zu all diesen Themen haben. Aber im Zentrum wird die Erfahrung stehen. Das heißt, die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, mindestens 15 Minuten jeder. Ich glaube, es wird sogar die Möglichkeit für einige geben, vielleicht sogar zweimal in den Spiegel zu gehen. Also wir werden 6 solcher Spiegel dort stehen haben und möchten gerne für diejenigen, die da Lust zu haben, auch Vorher-Nachher-Messungen machen, insbesondere am vegetativen Nervensystem und dort mit verschiedenen Messmethoden arbeiten. Da gibt es schon gute Hinweise, dass sich tatsächlich durch den Aufenthalt in einem solchen Spiegel etwas verändert. Aber eine ganz wichtige Erkenntnis ist, es ist entscheidend, auch in welchem Bewusstsein man dort hineingeht. Mhm. Also eine Erkenntnis, die wir in einer ganzen Reihe von Messungen auch erzielt haben, war, dass jemand, der dort hineingeht und nicht in der Lage ist, seine starken Erwartungen von denen loszulassen, der wird sogar noch eine gewisse Anspannung seines vegetativen Nervensystems erfahren. Okay. Während diejenigen, die in der Lage sind, dort hineinzugehen und zu sagen, ich überlasse mich dem, was geschieht,
dass die erstens diese ganzen Erfahrungen machen, die dort beschrieben werden, und zweitens auch eine unglaubliche starke Veränderung dann in ihren physiologischen Funktionen haben. Also es ist ganz, ganz wichtig, in welchem Bewusstsein man dort hineingeht. Ist man in der Lage, von vornherein ein bisschen loszulassen? Mhm. Oder sitzt man dort mit der Kraft seines Willens und sagt, ich möchte jetzt aber unbedingt hier eine dieser Erfahrungen machen, wie sie in den Statistiken beschrieben sind? Das macht es ein bisschen schwierig, aber ich denke, wenn man es weiß... Ja, das ist ja allgemein bei so ruhigen Dingen oder sehr Gedanken, man kann es auch Meditation oder meditativen Übungen, wenn ich mich zu sehr gedanklich in dem verhake, was ich machen will, dann klappt das einfach nicht so gut. Ja. Während ich brauche natürlich ein gewisses, ich brauche eine gewisse Vorbereitung, also meine Einstellung muss irgendwo schon darauf ausgerichtet sein, aber dann muss ich auch loslassen können. Ja. Der Wille oder das Bestreben, ja, das, was geschieht und auch, was man selber, ja, denkt, zu kontrollieren, ist ja eine der wichtigen Modi, mit denen unser Alltagsbewusstsein so funktioniert. Ja, manche beschreiben es als konzentriert, also man hat so ein waches, konzentriertes Loslassen. Im Gegensatz jetzt zum Schlaf oder so, wo man irgendwie so loslässt, dass man auch nichts mehr kontrolliert. Mhm. Ja, Fall scheint es zu sein, dass das sich Aufenthalten in einem solchen Spiegel es dem Menschen erleichtert, Kontakt mit dem eigenen Unbewussten aufzunehmen, sodass das Bewusstsein, das im Allgemeinen sehr stark filtert, was überhaupt zur Wahrnehmung kommt, dass dort eine gewisse Pause hat und man an Inhalte rankommt, die sonst in der Tiefe auch verborgen sind. Und da sehe ich letztlich auch einen großen Nutzen, wie man den Kozyrev-Spiegel vielleicht in Zukunft auch therapeutisch besser einsetzen kann, um Menschen zu helfen, aus diesem Kontrollmodus herauszukommen und letztlich in Kontakt zu kommen mit den tieferen Schichten ihres eigenen Bewusstseins oder ihres eigenen Unbewussten. Und für viele Heilungsprozesse spielt das eine große Rolle. Worüber ich gerade nachgedacht habe, ist, es ist so, Leute machen unterschiedliche Erfahrungen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also zum Beispiel, man ist ja in so einem geschlossenen Raum und sieht nicht, was draußen ist. Direkt in der Umgebung. Manche kommen damit klar. Die stört das überhaupt nicht. Die setzen sich da rein und erleben da was. Während andere sozusagen diese, was ist außerhalb des Kozyrev-Spiegels, weil man ja auch nicht rausgucken kann, wenn man drin ist, ja, die ich will sagen, Richtung Platzangst, aber es löst dann andere Dinge aus, die über die wegkommt. Also. Ja, der Kozyrev-Spiegel hat ja einerseits diese Funktion, dass er den Menschen erstmal isoliert, äußerlich isoliert, aber auch genau umgekehrt, dass er einen nämlich verbindet. Also die Erfahrung, die gerade Trofimov und seine Kollegen ja sehr systematisch genutzt haben, ist, dass man, also viele seiner Probanden, die sich da reingesetzt haben, sich plötzlich verbinden konnten mit Wahrnehmung aus längst vergangenen Zeiten, aus längst vergangenen Kulturen. Die haben ja ähnliche Forschung gemacht wie C.G. Jung, der in das Reich der Archetypen über die Mythenforschung eingetreten ist. So haben die über diese Art und Weise halt versucht, alte Kulturen auch zu erforschen. Ich habe auch gerade einen wahnsinnig interessanten Film gesehen, es kam bei uns jemand zu Besuch auf dem Kolberg, eine Frau aus Tschechien, die sprach gut Russisch, die wollte uns unbedingt einen Film über Kozyrev-Forschung in Russland zeigen, hat sie auch gemacht und dann direkt übersetzt. Also die haben da Messungen gemacht an Gehirnwellen und so weiter und es war also 45 Minuten hochspannend, was die da so an Forschung gemacht haben. Ne? Ich denke mal, wir werden am 6. Juli dort ein Stückchen weiterkommen, haben auf jeden Fall die richtigen Leute zusammen und würden uns sehr, sehr freuen, wenn viele von unseren Zuschauern es auch den Weg nach Frankfurt schaffen. Es wird dort auch ein Team vom IACR vor Ort sein, also Dr. Ludwig, Markus Fromm, wahrscheinlich auch Dr. Marco Bischoff, die dort unsere aktuellen Forschung vorstellen zu diesen Themen. Wir haben auch dort auf dem Kolberg, der hier mehrfach schon erwähnt wurde, einen solchen Kozyrev-Spiegel stehen. Dort wurden auch eine ganze Reihe Experimente ausgeführt. Und ich denke, das wird dieser ganzen Forschung nochmal einen kleinen Schub geben. Mhm. Am nächsten Tag, am Sonntag, den 7. Juni, nutzen wir das schöne Ambiente des Intercontinental Hotels in Frankfurt für einen Kongress, der scheinbar einen ganz anderen Schwerpunkt hat, aber trotzdem eng damit zusammenhängt, nämlich ein Kongress der Vedenakademie. Die Vedenakademie gibt es schon seit 1996, wurde damals
auf Schloss Weißenstein gegründet. Das war damals so als die schwäbische Alchemistenküche bekannt. Da gingen Burkhard Heim und andere bekannte Leute ein und aus. Und ich bin damals dort gestrandet und die ersten Veranstaltungen, Seminare, Kongresse, Forschung gemacht. Und die Vedenakademie gibt es also bis zum heutigen Zeitpunkt, sind jetzt fast 20 Jahre. Und viele der Referenten und Forscher aus dieser Zeit kommen dort zusammen am 7. Juni, um das ganze Thema, welche Relevanz hat dieses jahrtausendalte Wissen der Veden für die heutige Gesellschaft, für den Menschen, für sein, nicht nur für sein spirituelles Leben, auch für sein materielles Leben. Ich glaube, für diejenigen, die am Samstag Zeit haben und sich den Sonntag auch noch erübrigen können, wäre das interessant, beide Tage zu besuchen. Und dazu möchte ich alle Zuschauer ganz herzlich einladen. Also vielen Dank, Thorsten, gerne, dass du heute hier gewesen bist. Und vielen Dank an unsere Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.